Okay, das Gute ist, dass es da scheinbar... Ah ja, da haben wir direkt eine Sackgasse erreicht. Das ist ja lustig, dass wir uns hier so nach unten arbeiten gerade. Mit ein bisschen Glück kommen wir dann so nach unten in die Schlucht rein. Das wäre natürlich der Idealfall. Wenn wir dann direkt in die Schlucht reinkommen würden, nach ganz unten. So. Ha. Mensch. Ich glaube, das ist nicht die Schlucht, aber es ist Lava. Und wo Lava ist, beziehungsweise Lava sehen, da versteckt sich doch ganz gerne mal der ein oder andere Diamant. Was ich hier jetzt nicht verstecken darf, sind Skelette. Daher gehe ich jetzt mal hier nebenan in die Höhle. Zum Glück Sackgasse. Das mag ich, die Spitzhacke ist gleich im Arsch. Das mag ich, wenn irgendwo ein Gang ist und der dann endet und es immer nur einen klaren Weg gibt. Was leider nicht immer so ganz der Fall ist, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Aber es wäre cool, also das ist super. Was laber ich für Mist? Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wenn nicht, dann wisst das nicht. So. Jetzt freue ich mich. Jetzt freue ich mich wirklich. Also jetzt wird das Let's Play auch mal wieder endlich spannend. Das war ja so im Moment so ein bisschen schnarchig. So, ach, Stefan. Boah, voll langweilig. Fand ich selber. Achso, da ist der. Ich dachte gerade schon, wo ist denn der Rotstein hin? Aber jetzt finde ich es gerade spannend. So. Das sieht so ein bisschen aus wie Bedrock, ne? Verwirrt, aber es ist egal, ich habe mich dran gewöhnt. Nicht draufstellen, Stefan, nicht draufstellen. Hier bei dieser Höhle weiß man irgendwie nie. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So. Ich glaube, die kappe ich mal ab, die Lava. So. Wichtig ist, hier jetzt Fackeln zu setzen. Noch wichtiger ist, neue Fackeln zu machen. Boah, Musik, hör auf. Ja, so. Da muss auch noch mal eine Fackel hin. Da ist ein Zombie. Ey! Hat der Sack mir noch Schaden gegeben. So. Lava, du kannst ruhig abfließen. Da habe ich jetzt nichts gegen. Ach Gott, hier geht es auch noch nach oben. Wir sind unten. Komm runter, na, komm. Wir sind tatsächlich unten. Das ist ja super. Allerdings natürlich Problem, da ist überall Lava. Das ist eine Lavaschlucht. Das wird kompliziert. Das wird kompliziert. Ach, wir sind doch... Das hier ist schon die Schlucht, glaube ich. Okay, hier gehe ich mal erstmal nicht weiter. Hier ist ja auch nichts mehr. Ich hasse diese dickflüssige, zähe Lava. Das ist so nervig. So, die werde ich jetzt auch erstmal
zukleistern hier. Denn zum einen brauchen wir die nicht. Wir haben genug Lava. Und zum anderen muss ich ja hier rüberkommen. So. Das ist die Schlucht, oder? Ist das die Schlucht? Nein, Fledermaus, nein! Ah. Das ist ein Riesenwasserfall hier. Ah, ich... Boah, geil. Guckt euch das an, wie das aussieht. Okay. Dann werde ich hier... Haha! Da muss ich hin. Da sind aber auch Spinnen. Boah, geil! Ich müsste praktisch da entlang vorbei. Werde aber jetzt erstmal nach oben gehen. Das war hier lang, ne? Da musste ich dann irgendwie nach oben. So. Okay, das war der Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Ach, und guck mal, wo wir da ankommen. Und guck mal, was... Hier ist die Zufuhr zum Wasser. Das ist ja wie in so einem Rätselspiel, wie bei Zelda. Jetzt sind wir hier. Ah, ne, oder? Ne, es ist gar nicht. Ich dachte jetzt, das wäre die Wasserzufuhr. Für da unten. Das wäre natürlich noch lustiger gewesen. Boah, Lecko Verzikow. Das ist aber. Das ist aber ordentlich was. So. Immer wieder mal hier ein bisschen Kohle mitnehmen. Ich werde nicht alles mitnehmen, das dauert mir auch immer zu lange. Dieses ganze Abbauen immer. Mensch, Mensch, Mensch. So. Ja, komm, den Rest lassen wir mal drin. Und dann nehmen wir die nochmal hier mit. So und 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 so. Das gibt's doch nicht. Das ist aber die richtige Lava, die richtige Wasserzufuhr, die ich brauche. Also keine Ahnung mehr, wie ich nach Hause komme. Aber sonst ist alles gut. Boah, ist das eine krasse Höhle. Also das muss man ja mal den Map Generator lassen. Der neue macht echt mega Hammerhöhlen. Da ist Minecraft unter Tage schon fast besser als über Tage. Ups. Das darf natürlich nicht sein. So, und wenn ich die Wand einreiße, ist bestimmt dahinter auch noch was. Also, das würde mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht wundern. Aber ist es nicht. Gut. Oh Gott. Ja, das war jetzt nicht so ganz, wie mein Plan war. Nein, mein... Boah, was zum Teufel. Ja, gut. Damit wäre das dann jetzt auch alles weg.
Ach, das war... Ich hab doch da hinten... Ah, nee, hab ich nicht. Nicht da hinten geschlafen. Wie gut, dass wir uns eine Höhlenbasis aufgebaut haben. Aber unsere ganzen schönen Sachen, die wir bis jetzt eingesammelt haben, sind natürlich weg. Zum Glück war das nicht so viel, obwohl es war schon viel eigentlich. Ach, Gnarf. Gut, was wir jetzt machen müssen, ist schlafen. So ein Scheiß, das war ja doch aber jetzt arschig, oder? Also das war doch jetzt richtig gemein von den blöden Creepern. Die sind viel zu viele Creeper, ey. Creeper finde ich sowieso... Bei Creepern bin ich so ein bisschen unschuldig. Ja, wenn man sich vor dem Waypoint erschreckt, dann ist sowieso alles zu spät. Creeper finde ich so ein bisschen... Da bin ich so ein bisschen unschlüssig, ob ich die gut finde. Einerseits sind sie natürlich extrem gut, weil man dann wenigstens so ein bisschen was von wegen, oh ja, da muss ich echt aufpassen. Aber andererseits finde ich, sind die zu, teilweise zu übermächtig, zu gemein. Also die sind so, ah, da bin ich, na, komm, nee, muss nicht sein. So, was ich jetzt mir nur noch kurz mache, ist, gut, dass ich mir kein Diamantenschwert gemacht habe. Da hätte ich mir jetzt aufgeregt. So. Nee, so viel brauche ich gar nicht. Doch, ist egal. Ach doch, ist gar nicht mein ganzes Holz weg. Aber vieles. Ich werde mir jetzt ein Schwert basteln. So. Dann haben wir das nämlich. Und den ganzen Rest müsste ich ja drüben haben. Ich nehme zur Sicherheit trotzdem nochmal ein bisschen Holz mit. Eine Workbench habe ich da. Das Bett hatte ich da. Eisengold ist da. Kohle nehme ich mal mit. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel da gewesen. Aber nur die Hälfte. Und dann... Ja, ne? Wie macht man eigentlich so eine Karte? Ach, der Kompass ist weg. Gut. Kompass. Gut, Redstone hatten wir auch dabei. Naja, was soll's, man kann jetzt... Ne? Komm, was hilft's? Das Meckern hilft gar nichts. Wir können nur froh sein, dass das jetzt so weit am Anfang noch war. Sonst wäre echt mega Mist gewesen. So, wir machen uns zwei Kompasse pflanzen. Ich weiß nicht, ich möchte mir gerne aus irgendeinem Grund eine Karte machen. Warum genau, weiß ich auch noch nicht. So war das. 6. Ich glaube, wir brauchen mehr. 9. Und dann eine in die Mitte, oder? Jawohl. So, das... Ja, sieht man natürlich auf Anhieb, was ist. So. Ups. Und die Karte... Huch, seit wann muss man die mit einem Rechtsklick aktivieren? Ach scheiße, stimmt, die muss man ja jetzt so doof erweitern, ne? Wenn ich jetzt da außerhalb des Bereiches gehe... Boah, ist aber mega kleiner Bereich, ne? Heidewitzka. Wartet mal. Wenn ich jetzt hier... Das müsste jetzt ungefähr hier zu Ende sein. Ja, da kommt die Karte nicht mehr mit. Oh, das ist ja arschig. Das ist ja doof. Hm. Dann gehe ich nochmal... Ich erweiter die mal. Ich meine, das war mit... ja, ganz einfach noch mehr... Papier... Komm, dann machen wir uns mal hier einfach. Zack. Ups, zack. Und... Ah! Das in die Mitte und dann, glaube ich, so einfach, ne? Jawohl. Hm. Ist da jetzt irgendwas größer geworden? Ich mach's nochmal. Ah ja, jetzt sehe ich es eindeutig, dass es größer geworden ist.